Also servus Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch nur ganz kurz, wie ihr in Adobe Premiere Pro, ich habe jetzt hier 2015, eure Videos in 4K rendern könnt. Dafür starten wir kurz das Programm. So, neues Projekt. Ja. Dann tue ich halt mal nur kurz mein Outro hier einfügen. So, wenn euer Video dann fertig ist, geht ihr auf Datei, exportieren, Medien. Dann geht es nicht. So, exportieren, Medien, okay. So. Jetzt als allererstes müsst ihr hier oben H264 auswählen. Wenn ihr das soweit habt, macht ihr hier einen Haken weg, hier einen Haken weg, hier, hier. So, dann fangen wir an. Hier im Profil nehmt ihr erstmal High Level 5,1. Jetzt seht ihr hier, hat sich schon die Größe geändert. Mit maximaler Tiefe rendern. VWR2 durchgängig. Gib dir hier 80 an. Hier 100. Bei Zielbitrate und maximale Bitrate. Und dann müsst ihr noch die Framerate ändern. Auf 25 oder 29 geht. Und dann gibt hier die 4K Größe ein und es funktioniert. Also davor könnt ihr das auch gar nicht eingeben, es kommt eine Fehlermeldung. Jetzt seht ihr hier, das werden jetzt 300 MB, 30 Sekunden. Dann drückt ihr auf Exportieren und das Ganze wird gerendert. So, ja, relativ kurzes Video, aber dennoch sinnvoll. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Video.